ab, Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trailmakers zusammen mit Lofty, Russik, Army und Crymac. Was geht ab? Freunde, ihr habt so oft in den Kommentaren geschrieben, macht mal eine Limousine, eine richtig coole Limousine mit coolen Specials, mit coolen Features. Und genau das wollen wir heute machen. Ich habe übertrieben Bock drauf. Wir werden natürlich wieder auf Optik und Performance achten plus Kreativitätspunkte. Leute, lasst wieder 15.000 Likes da. Ich zähle auf euch, aktiviert die Glocke und jetzt ganz viel Spaß mit dieser coolen Folge. Und da sind wir zurück hier in Trailmakers und bauen hier direkt erstmal eine Limousine. Aber, Freunde, ich will mal übertreiben, okay, Leute? Ich will mal so eine richtig fette Limousine bauen mit richtig geilen Features. Ich hoffe, die Zeit reicht auch komplett aus. Ja, ich übertreibe, wie man sehen kann. Aber kein Problem. Ich will wirklich übertreiben. Das ist schon ein bisschen zu viel, oder? Dann nehmen wir mal ein paar Plattformen wieder weg, oder? Ja, so ist in Ordnung. So ist in Ordnung, Freunde. Also, wir brauchen ganz normal wieder Reifen. Man kennt doch den Hasen. Zack, einen Lenkstein hier reinpacken. Normalen Reifen. Das gleiche kopieren wir. Machen das auf die andere Seite, genau so. Dann kopieren wir das noch einmal, packen das relativ weit hinten. Von der Länge her ist das wirklich in Ordnung. Jetzt müssen wir mal überlegen, soll ich übertreiben und Drachenmotor reinklatschen? Ich glaube schon, weil von der Länge her brauchen wir auf jeden Fall viel Kraft. Zwei Motoren sollten reichen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht da wirklich fett auf Schnelligkeit gehen, weil darum geht es heute gar nicht. Es geht hier nicht um Schnelligkeit, sondern um coole Features, um Optik. Und deshalb packen wir hier nochmal einen coolen Sitz rein und gucken, ob wir überhaupt lenken können. Ja, easy. Wir müssen kurz nur aufpassen, dass wir hier hinten die Scharniere quasi entfernen, damit wir nicht links und rechts hinten lenken. So, jetzt sollte alles top sein. Zack, links, rechts. Wir können Gas geben. Abfahrt. Wichtig, genauso und nicht anders. Wir haben die Viererblöcke genommen. Kopieren wir hier noch ein paar. Machen das so rum. Hier wird nochmal straight bis nach oben rüber kopiert. Ganz easy peasy. Ich glaube, ihr werdet erstaunt sein. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht, wie ich das bauen werde. Und deshalb, Leute, drückt mir da die Daumen, dass wir das auch zeitlich schaffen. Weil ich glaube, für den Innenraum, was ich da vorhabe, brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit. Ich gebe aber Gas vorne. Ich werde hier mein Bestes geben. Jetzt müssen wir alles kopieren. Boah, das Ding ist einfach so riesig, dass das so schwierig ist, eigentlich das zu kopieren. Hier noch ein Block, hier noch ein Block, hier noch ein Block. Dich nehme ich auch noch mit und dich, zack. Und das Geile ist, wir kopieren das jetzt ein paar Mal. Zack, 2, 3, 4. Gucken, ob die Höhe in Ordnung ist. Joa, ist okay. Vielleicht eine Etage runter, oder? So sollte es in Ordnung sein. Doch, finde ich ganz okay. Den Sitz würde ich liebend gerne erstmal hier reinpacken. Und jetzt kommen wir zum ersten Feature, liebe Leute. Zum ersten Feature. Das muss also erstmal alles weg. Gar kein Problem für uns. Machen wir natürlich ganz geschmeidig weg. Locker, flockig, easy peasy, lemon squeezy. Anschließend nehmen wir einen Kolben, Leute. Kopieren diesen Kolben. Machen das auf die andere Seite. Am besten so. Ja, top. So sollte es in Ordnung sein. Das wird unsere Tür, um gleich quasi in unsere Limousine reinzugehen und wieder auszusteigen. Mit einem Block befestigen wir die zwei Kolben. Und jetzt, Freunde, müssen wir noch einen Viererblock nehmen. Ganz easy. Und ich brauche jetzt eine Tür. Was nehme ich als Tür am besten? Ich glaube, ich nehme einfach diese ganz normalen Autoabdeckungen als Tür und platziere sie quasi seitlich schräg rein. Wo waren die aber? Die waren hier, oder? Ne, die waren bei Mechanik. Die waren, glaube ich, bei ganz normalen Blöcken. Da sind sie auch hier. 2+4 Schild. Kopieren. Einfügen. Wichtig. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob die Mechanik so in Ordnung ist. Welche Taste nehmen wir dafür? Am besten Q und E nehme ich dafür. Startposition ist bei 0. Gucken wir mal, ob das dann perfekt reingeht. Okay, wie man sehen kann, müssen wir leider... Na, was heißt leider? Ein Block weiter nach links, um da wirklich auch perfekt die Tür auf und zu machen. Zack, und da ist unsere eingebaute Tür. Mega nice, Leute. Genauso und nicht anders. Jetzt müssen wir uns mal beeilen. Wir beeilen uns und machen erstmal den restlichen Kram hier zu. Ja, sieht cool aus. Wie wäre es, wenn wir jetzt vorne schon mal alles zumachen, damit wir wirklich auch schon mal uns um die Optik kümmern, weil nicht, dass wir am Ende wirklich keine Zeit mehr haben. Das wäre gar nicht gut. Also, erstmal das Auto zumachen. Ich finde auch so krass, was für coole Ideen ihr alle in die Kommentare reinschreibt. Jedes Mal, es tut mir auch wirklich leid, dass ich nicht mehr dazu komme, alles durchzuleiten und durchzulesen. Ich versuche so viel durchzulesen, wie es nur geht, Freunde. Und so viele von euch schreiben so coole Ideen rein. Und ich denke mal, wir haben auf jeden Fall noch so viel zu tun in diesem Spiel, wenn wir wirklich alles umsetzen wollen, was ihr reingeschrieben habt. Einer hat geschrieben Drache, einer hat geschrieben Apokalypsen-Auto, mach mal irgendwie ein Jetpack und. So coole Sachen schreibt ihr jedes Mal rein. Kuss geht raus an der Stelle. Könnt ihr gerne weiterhin machen. Natürlich versuche ich so viel zu lesen, wie gesagt, wie es nur möglich ist. Und wer weiß, vielleicht hat einer von euch so eine übertrieben kranke Idee, wo ich sage, ey, das muss ich sofort beim nächsten Mal machen. Am besten nehme ich hier diese Keile, Freunde, um hier diese Erhöhung von der Limousine zu bekommen. Ja, finde ich gut. Und jetzt brauchen wir nochmal eine weitere Rundung. Einfach, damit die Optik noch ein bisschen schöner ist. Wie wäre es, wenn wir so einen Riesenkeil nehmen? Ja, das sieht doch cool aus. Das machen wir dann schön zu. Zack, 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 zack.
bis rüber auf die andere Seite, Freunde. Okay, ich bin zufrieden, was wir bis jetzt so gebaut haben. Ich guck mal ganz kurz, wie weit die Jungs und Mädels sind. Hallo, Stu. Wie läuft's? Oh mein Gott, ich komme gar nicht hinterher. Ehrlich? Also ich sag euch, ich bin bis jetzt zufrieden. Rein von der Optik her bin ich noch gerade dabei, alles zu machen. Aber ich glaube, ich sollte das alles gut hinbekommen. Und ihr? Ja, es ist so weit. Es geht voran. Ja, top. Das hört sich doch nice an. Da bin ich gespannt auf die Endresultate gleich. Leute, dann würde ich mal sagen, macht mal weiter. Okay, weiter geht's. Wie sieht der Innenraum von der Limousine aus? Ich weiß, rein optisch ist es noch nicht perfekt, aber Leute, gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich will erstmal Innenraum machen, weil wenn ich Innenraum am Ende mache, dann ist ja schon alles zu. Ich weiß schon genau, wie ich das machen werde. Hinten mache ich so eine richtig große Tanzfläche zum Party-Mari machen. Wir brauchen ganz viele Sitze hier. Hinten ist, wie gesagt, der Tanzbereich für die ganzen Leute in der Limousine. Ja, da können die Jungs gleich Party machen gehen, kein Problem. Ich kümmere mich doch um alles. Die können da hinten Party machen. Ja, ihr seid auch herzlich eingeladen. Alle sind herzlich eingeladen in meiner Monster-Limousine, um ein bisschen Party zu machen. Kopieren, kopieren. Ey, ich will doch ganz normal nur kopieren. Und jetzt, liebe Leute, ich weiß schon genau, wie ich das machen werde, damit die wirklich gleich sagen, oh, boah, das ist ja unnormal heftig, deftig, würzig gut. Wir nehmen das hier, liebe Leute, kopieren das ein paar Mal. Zack, zack. Nochmal kopieren, nochmal kopieren, nochmal kopieren, 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 kopieren. Jetzt machen wir uns das Leben leichter. Zack, nehmen die ganze Reihe. Oh mein Gott, ey, einfach eine Tanzfläche hinten in einer Limousine. Und das Geilste wäre natürlich, wenn wir in der Mitte vielleicht... Ach, schade, das geht gar nicht. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Platz? Oder wisst ihr was? Ich mache das mal so rum. Genau hier in der Mitte werde ich nämlich dafür sorgen... Dass hier eins ist, hier noch eins und auf der anderen Seite noch eins. Bam! Das Wichtige ist aber, dass das nicht von vornherein schon an ist, sondern wir wollen natürlich selbst das anmachen. Wenn die Leute da hinten sich erstmal befinden, dann wird Party gemacht und mit der Taste, komm, wir nehmen die Taste. Elfe Licht. Oha, Leute, das sieht doch schon zu krank aus, muss man an der Stelle sagen. Innenraum ist wirklich top. Was können wir noch im Innenraum alles machen? Also wir haben auf jeden Fall schon mal daran gedacht, dass im Innenraum Party-Marty gemacht wird. Wir haben hier 2000 Gold. Vielleicht gucke ich mal gleich am Ende, wenn wir alles fertig haben, was wir unter anderem noch von den Accessoires kaufen können. Aber okay, Freunde, Innenraum ist erstmal schon mal cool. Das wird uns fette Pluspunkte geben, denke ich. Jetzt muss die Optik her. Und ich glaube, wir sollten vielleicht nicht einfach zu viel Zeit verschwenden und weitermachen. Wir nehmen am besten diese Keile, um hinten alles zuzumachen. Muss jetzt nicht perfekt aussehen. Reicht, wenn wir irgendwie das erstmal zubekommen und dann uns um die Farben kümmern. Bam, bam, bam. Genau so und nicht anders. Ich glaube, das reicht. Wir nehmen jetzt diese Riesenblöcke, Leute. Klatschen das hier rein, kopieren das. Und jetzt machen wir uns wieder alles easy. Kopieren das bis zum Schluss komplett nach hinten. Zack. Kopieren, 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 kopieren. Ey, das ist zu viel. Zu viel kopiert. Das reicht doch. Ui, wir müssen hier auf jeden Fall noch einmal hoch, denke ich. Können wir vielleicht noch eine nehmen? Ah, ich merke schon, das Problem ist, dass es zu steil nach oben geht. Also müssen wir das anders machen. Wir kopieren diese Stelle noch einmal. Ja, und diesmal nehmen wir einfach andere Blöcke hierfür. Drehen das um. Und tada. Wir haben alles zugemacht. Wichtig, es geht aber weiter. Jetzt müssen wir die Seiten zumachen. Das ist der nächste Punkt. Deshalb nehme ich hier diese Viererblöcke, um das alles nochmal schnell zu beschleunigen. Kopieren, 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 kopieren. Hier muss ein Dreierblock her. Freunde, das Problem ist, unsere Limousine ist einfach so riesig, dass wir einfach manchmal Probleme haben, irgendwas richtig reinzufügen, weil er denkt, ich will das immer woanders reinplatzieren. Nein, aber ich möchte das genau in diese Luke da platzieren. Kopieren, 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 kopieren. Kopieren, 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 kopieren. Hier brauchen wir zwei Zweierblöcke und eine schräg nochmal rein. Und das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite, Leute. Und jetzt müssen wir oben schnell alles zumachen. Oben muss jetzt ganz schnell alles zugemacht werden. Und der letzte Block rein da. Zack. Wichtig. Also unsere Limousine ist erstmal zugemacht worden. Jetzt müssen wir uns um die Optik kümmern. Das wird ganz easy sein, indem wir erstmal eine weiße Limousine draus machen. Bam. Zack. Schritt Nummer 1. Jetzt müssen wir die Tür nehmen. Tür wird schwarz gemacht. Einfach so eine richtig edle, teure 10 Millionen Dollar Limousine wird gemacht. Das Coole ist, wir machen jetzt richtig schöne Fenster rein, Leute. Jetzt nochmal diese Seite komplett alles mitnehmen. Du wirst mitgenommen. Komplett alles mitnehmen. So ein Ding wird das. Bevor ich hier mich wieder verklicke, mache ich das erstmal schon mal zum Fenster. Oh mein Gott, es wird immer geiler. Allein die Optik da drinnen, wie das fett leuchtet. Ich habe euch gesagt, gib mir ein bisschen Zeit. Komplett die ganzen Keile, die schrägen Keile, mache ich zu einem Fenster. So ein Ding wird das nämlich, Leute. Jeder kann rein und raus gucken, wie er möchte, Leute, wenn die Party da drinnen gleich abgehen wird. Versteht ihr das? Da geht die Party gleich ab, Leute. So, Leute, jetzt müssen wir uns ranmachen an die Scheinwerfer vorne. Wir brauchen Scheinwerfer. Das gleiche wird natürlich kopiert und auf die andere Seite gebracht. Ist doch logisch, Leute. Und vielleicht sollten wir da auch nochmal die Farbe ändern, weil dieses Rote gefällt mir da gerade gar nicht. Nicht kopieren, sondern Farbe ändern. Das können wir wieder als Nummernschild benutzen. Gar kein Problem. Und jetzt brauche ich auch hinten nochmal rote Scheinwerfer beziehungsweise rotes Licht. Und da habe ich auch eine richtig geile Idee, was ich da am besten machen werde. Und zwar nehmen wir nicht so viele, vielleicht einfach so drei Stück oder so.
Und wenn wir immer jedes Mal bremsen, sollen die angehen. Erst dann sollen die angehen, wisst ihr, Leute? Da packen wir also rückwärts ran. Ja, genau so, Leute. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Guck mal, wenn wir Gas geben und dann rückwärts. Wenn wir Gas geben und dann plötzlich pausieren, zack, geht das Licht hinten an. Wichtig. Ich sollte auf jeden Fall auch an Seitenspiegel denken. Und zwar nehmen wir das einfach als Seitenspiegel, drehen das um. Jetzt brauchen wir normale Röhrchen. Wo sind die Röhrchen? Hier sind die Röhrchen. Wir müssen uns so langsam beeilen. So langsam geht uns die Zeit davon. Ich würde lieb gerne noch so einiges wieder mal machen. Aber wenn die Zeit leider vorbei ist, dann ist es halt kritisch. Zack, Farbe ändern. Und hier sind unsere Seitenspiegel. Wichtig. Wir gucken uns jetzt nochmal den Shop an. Vielleicht können wir irgendwas aus dem Shop nehmen. Totenköpfe. Nein, das will ich nicht haben. Vielleicht sollte ich mir so eine Flagge holen. Ich sag euch ehrlich, so eine richtig Mafiosi-Limousine ist das dann einfach. Ja, komm, die Hupe packen wir auch nochmal rauf. Leute, ihr wisst doch Bescheid. Für die Hochzeiten brauchen wir natürlich auch eine Hupe. Wichtiger Gedanke nochmal gewesen. Zack, packen wir hier rauf und erhöhen die Tönhöhe. Mal gucken, wie sich das anhört. Vorne gefällt mir das noch nicht so ganz, Leute. Ich glaube, wir sollten vielleicht nicht so übertreiben mit den Scheinwerfern. Irgendwie gefällt mir das so viel besser. Können wir vielleicht noch irgendwas Cooles kaufen? Die Flagge wollte ich unbedingt noch kaufen, ne? Welche nehmen wir? Die Trollflagge? Was gibt's hier noch? Gangsterflagge, Blitzflagge. Können wir da die Farbe ändern? Das ist das Ding. Ich weiß nicht, ob wir da die Farbe ändern können. Aber das sieht irgendwie rein optisch am coolsten aus. Deshalb kaufe ich mir das mal, weil ich weiß wirklich nicht, ob wir von diesen Flaggen die Farbe ändern können. Ich hoffe schon. Ja, ich hätte... Oh mein Gott, dann hätte ich einfach diese andere Flagge kaufen müssen. Schade. Boah, mit der Flagge sieht das schon richtig majestätisch aus. Ich bin so übertrieben gespannt auf die heutige Episode, Leute, was die Jungs vor allem gebaut haben. Also, wir treffen uns wieder dort, wo wir uns immer treffen. Let's go! Und Sio, bist du zufrieden mit deiner Limousine? Ich bin unnormal zufrieden. Ich sagte ehrlich, optisch hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr punkten können, aber ich bin diesmal gespannt, was ihr zu meiner Performance sagen werdet. Ich würde mal sagen, Leute, Rustik, du bist der Erste, der startet. Was? Ja. Du bist direkt den Besten als Erstes? Rustik, ist dein Zeug so krass, ja, oder was? Okay, warte. Wenn du sagst, du bist der Beste von uns, dann lass ich dich erst am Ende machen. Ich starte, Bruder. Ja, dann komme ich ja nie dran, Sio. Guck mal, oh. Das heißt, dass ich guck mal jetzt, Alter, das ist die Luxuslimousine. Bam. Okay. Okay. Oh. Ja. Siehst du vorne, Digga? Mit dem Hund. Oder was ist das? Ich weiß, warum habt ihr alle so viel Credits, um euch die Dinger zu kaufen? Ich finde das richtig krass. Warte, zeig mal deinen Hund. Das sieht ja unnormal geil aus. Rein optisch auch mit diesem Kühlergrill hier vorne. Das sieht ja richtig episch aus. Finde ich gut. Statt Menschen habe ich Motoren drin, damit ich ganz schnell wegfahren kann. Ah ja. Wo ist der hin? Komm mal zurück, Rustik. Ich muss mit dir ein ernstes Wörtchen reden. Hast du vielleicht noch ein paar weitere Funktionen? Also funktionstechnisch bin ich leider nicht so, weil das ist eigentlich schon ein Augenschmaus an sich, wie meine Luxuskarte hier aussieht. Ja, das stimmt. Optisch gesehen ist das echt geil, muss ich dir wirklich sagen. Heftig, Leute. Hätte ich nicht gedacht, dass Rustik sowas Heftiges direkt am Anfang rausballert. Aber okay, dann würde ich mal sagen, Max, komm, du bist der Nächste. Okay, ich spawn jetzt meine Limo, Leute. Oha, okay. So ein bisschen auf königlich so angelehnt. Ich hatte leider vorne nicht das Geld für diese Credits-Statue oder so, wie das hieß. Deswegen habe ich das mit diesen Stahldingern vorne gemeint. Das also sollte auch wie so eine Statue vorne auf der Motorhaube sein. So Kühlergrill. Ich habe da irgendwie, ich glaube, 6 oder 8 Sitze eingebaut. Also eigentlich genug Platz für jeden. Und es gibt sogar noch... Ey, hör auf rumzufahren. So. Und es gibt sogar noch eine Spezialfunktion, die möchte ich euch noch zeigen. Und zwar, wenn man hier so am Party machen ist mit seinen Freunden, dann kann man hier das Dach aufmachen und dann rausgucken aus dem Dach und feiern. Let's go! Auch coole Funktion, muss man an der Stelle sagen. Nicht schlecht, aber wir kommen zur richtigen Bewertung am Ende. Dann würde ich mal sagen, komm, Amir, du bist der Nächste. Let's go. Also ich habe mir tatsächlich mal ein Thema ausgedacht, ja. Ist ein bisschen abgespaced da. Sweet 16! Ja. Amir? Amir? Ja? Geht's dir noch ganz gut? Mir geht's sehr, sehr gut. Und was sind das für Kanonen? Ist das hier ein... Ja, also, weiß ja nicht, was das mit einer Limo zu tun hat. Also ganz kurz, ja, ich möchte mal ganz kurz hier erwähnen, ja, das ist das Sweet 16 für die Tochter vom Präsidenten, ja. Die muss jederzeit geschützt sein. Ja. Okay, aber ich sag dir ehrlich, das ist schon ein bisschen Aufgabe verfehlt, würde ich sagen, Thema verfehlt. Aber es ging ja um eine Limousine, ich habe eine abgespacete Sweet 16 Limousine, komplett pink. Jungs, was sagt ihr dazu, Statement? Naja, ich bin jetzt eine Sweet 16, ich bin nämlich schon ein bisschen älter, deswegen nichts für mich. Okay, lauf dir, dann würde ich mal sagen, komm, du bist der Nächste, ich will am Ende mal zeigen, weil ich habe richtig geile Funktionen, Leute, ich bin gespannt. Ich muss kurz, bevor ich das die Limousine spawne, die Limousine der Limousinen, ich habe bei ein oder zwei, die Sitzfunktion hat mir da ein bisschen gefehlt. Ja. Hey, hör auf, mich wegzuschieben. Okay.
Hier geht man natürlich über die Treppe von hinten rum rein, setzt sich rein. Ihr habt ein Glasschiebedach, wo ihr raussteigen könnt, um eure Champagnergläser rauszuhalten. Die Flaschen können also natürlich da gepoppt werden. Und ihr seid natürlich schnell unterwegs. Oha. Also ich sagte wirklich, es sieht einfach viel zu futuristisch meiner Meinung aus, weißt du? Deshalb würde ich auch schon sagen, für mich ist das auch ein bisschen Thema verfehlt, weil das sieht nicht nach einer Limousine aus. Ich finde schon, das Limo. Ja, doch schon Limo, aber halt nicht so, es kommt drauf an, was ist halt nicht so klassisch Limo. Aber ich finde, das sieht zu futuristisch aus. Mit dem Sitz vorne, das sieht echt zu futuristisch aus. Wie so eine kleine Rakete, die gleich hier abdüsen wird. Stimmt, da hast du ein bisschen recht, Ju. Okay, Leute, aber ich zeige euch jetzt meine Limousine. Komm mal her, komm mal her. Ich brauche hier Platz für meine Limousine. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich bin so gespannt. Macht noch nichts. Ja, bleibt erstmal alle sitzen und stehen. Bewegt euch nicht, fliegt hier nicht rum, weil ihr müsst jetzt auf mich wirklich hören, sonst klappt das nicht, was ich gleich vorhabe. Also, seid ihr bereit, liebe Leute? Bam! Das fährt er noch nicht mehr. Wartet. Also erstmal steige ich hier ein. So, jetzt mache ich erstmal die Luke für euch auf, Leute. Hereinspaziert, vorne bitte, alle reinsteigen, alle rein mit euch. Max, du bist der Erste. Mit dem Party. Der Nächste. Ja, ich bin drin. Lofty, der Nächste, let's go. Jungs, jetzt macht euch richtig bequem da hinten, sucht euch einen Sitz oder sonst was aus, mir egal. Und dann machen wir erstmal Party, wisst ihr? Dann machen wir erstmal hier Party. Und das Licht ist hinten angegangen. Seid ihr bereit für die türkische Hochzeit? Ich bin bereit. Das Halay tanzen. Let's go! Und das Ding kann fahren. Also ich habe auf jeden Fall hinten darüber nachgedacht, dass ich so eine richtig coole Tanzfläche für euch mache. Da könnt ihr richtig Party machen, Champagner aufmachen und ein bisschen abdancen. Ja, das Ding ist auch riesengroß, Alter. Heftig. Also ich finde, deine Reifen sind ein bisschen popelig, aber sonst... Na, da hätten die Gelände oder diese LKW-Reifen drauf machen müssen. Das wird krasser aussehen. Schade, schade. Aber okay, Leute, dann würde ich mal sagen, alle nochmal aussteigen. Lasst uns nochmal alle Limousinen hintereinander ausstellen oder am besten nebeneinander. Leute, ich habe euch eigentlich eingesperrt. Ich arbeite für eine Organisation und diese Organisation hat mir gesagt, ich soll euch alle in meiner Limousine einsperren. Ihr kommt da nie wieder raus. Und da sind unsere ganzen Limousinen, Leute. Eigentlich bin ich zufrieden mit jedem. Jeder hat eigentlich seine Aufgabe gut gemacht. Leute, wer möchte starten und die Bewertung beginnen? Ich will starten. Okay, Max. Okay, also ich mache wieder optisch und Performance und dann ein Gesamtding. Also rein... Optisch, muss ich sagen, hat mir Russack am besten gefallen, so rein vom Dinge, im Gesamten, wenn man das so sieht erstmal. Aber, Digga, SU, du hast ja performancemäßig so geisteskrank abgeliefert und ich finde, man muss das auch immer nochmal anrechnen, was für ein Riesengerät das ist, was du da gebaut hast, Digga. Danke, Bro. Was auch nicht einfach ist in der Zeit. Und deswegen, also für mich ganz klarer Sieger, S zu den U. Ehrenmann, Kuss geht raus. So, dann bin ich der Nächste, ja. Ich muss wirklich sagen, wenn es rein vom Optischen geht, einfach wie sie aussieht, dann hat Russack echt was Cooles hingehaut. Aber, ja, da kommt ein ganz dickes Aber. Die Funktionen, ja. Weil das, was du erschaffen hast, SU, ist erst eine wirkliche Limousine. Wir können reingehen, wir können drin tanzen, wir können uns hinsetzen. 10 von 11 von 10, wirklich. Thema komplett aufgegangen. Boah, geil, Leute. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr so übertrieben zufrieden seid. Krass. Also, Bruder, da kann ich mich anschließen. Leider hat meine Limousine keine Performance-Punkte gesammelt. Optisch kannst du mir nicht das Wasser reichen. Aber Dancefloor-technisch habe ich ein bisschen abgedanced. Deswegen, Jiggy-Bricky-Style, tanze ich bei dir in den Punkten. Ja, gerne. Nice. Optisch finde ich Max tatsächlich am besten. Aber von der Performance und von dem Flair und alles drum und dran würde ich dir auf jeden Fall auch, wie Armin gesagt hat, 11 von 10 Punkten geben. Boah, krass. Leute, Jungs, ich küsse eure Augen. Ihr seid ja richtig nett heute unterwegs. Ich muss auch sagen, rein optisch gesehen kann ich mich leider nicht entscheiden, ob ich Max an erster Stelle sehe oder Russick, weil ich finde, die ähneln sich beide halt gar nicht. Der eine hat irgendwie so Mafia-Limousine gebaut und Russick hat so halt eine normale Limousine gebaut. Also für mich beide optisch auf Platz 1. Und Performance würde ich mich da auch wegen dem Tanzen und alles, was ich da reingeballert habe, auf dem ersten Platz sehen. Leute, das war's mit Trailmaker. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Checkt auf jeden Fall die Jungs ab. Lofty, Amir, Rustik und Max in der Videobeschreibung. War eine richtig geile Folge. Schreibt unten rein, was wir als nächstes machen sollen. Und lasst auf jeden Fall einen saftigen Like da. Kuss geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.